Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Videotutorial zur 15.1. Und in diesem Video geht es um die Bauteilbeschriftung und die Positionsnummern. Ja, ich habe hier eine kleine Beispielzeichnung, die rufe ich mal auf. Und das erste Thema, was wir haben, sind die Begrenzungszeichen. Wir haben häufiger die Situation, dass man hier zusätzliche Begrenzungszeichen absetzen möchte, weil gleichartige Bauteile eben hier vorhanden sind. Eine Möglichkeit ist jetzt, dass ich über die rechte Maustaste die Führungslinie aufrufe, dort das Begrenzungszeichen auswähle und dann kann ich über die Taste E ein weiteres Element hinzufügen, beziehungsweise hier eben dieses Begrenzungszeichen. Wenn ich größere Zeichnungen habe, ist das natürlich entsprechend lästig. Deshalb kann man jetzt neu hier unter dem Menüpunkt Netz beschriften, sich Führungslinie Begrenzungszeichen aufrufen und dann kann man eben zu beliebig vielen Beschriftungen gehen und kann zusätzliche Begrenzungszeichen absetzen lassen. Möchte man diese wieder editieren, einfach über die rechte Maustaste, Begrenzungszeichen, dann kann man die zum Beispiel auch hier löschen und kann die wieder rausnehmen. Ja, dann haben wir für die Führungslinie eine Änderung. Man kann hier über die rechte Maustaste auf die Bauteilbeschriftung zusätzliche Führungslinien hinzufügen und kann die dann hier entsprechend absetzen, an andere Bauteile verweisen. Die hängen dann also hier mit an der Beschriftung. Die haben keine Verbindung zu diesen Bauteilen, hängen aber mit an der Beschriftung. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Beschriftung lösche, würden die auch entsprechend rausgenommen. Ja, dann gibt es einen weiteren Bereich für die Bauteilbeschriftung, den wir überarbeitet haben. Und zwar möchten wir Ihnen das Kopieren von Beschriftungen vereinfachen. Deshalb haben wir uns folgende Technologie ausgedacht. Sie können einer Bauteilbeschriftung über die rechte Maustaste diese vom Objekt lösen. Also ich habe jetzt die Bauteilbeschriftung hier von dem Lüftungskanal gelöst. Danach können Sie die kopieren. Ich mache das jetzt mal verschieben mit Kopie und kann jetzt zum Beispiel sagen, hier die anderen Kanäle möchte ich damit auch beschriften und ich kann eben diese Funktionalität dann hier raufkopieren, beziehungsweise dieses Beschriftungselement raufkopieren. Wenn jetzt die Nova unter dem Ende der Führungslinie ein Bauteil erkennt, dann kann es an dieses wieder ankoppeln. Ich markiere mir also hier die Bauteilbeschriftung und gehe über die rechte Maustaste Beschriftungen ankoppeln und sofort werden diese Beschriftungen dann an dieses Bauteil herangeführt. Auch eine schöne Funktionalität, um von Zeichnung zu Zeichnung Beschriftungen zu übernehmen oder eben um später auch in der Einstrich-3D-Generierung hier eben Beschriftung zu erhalten. Da haben wir auch noch eine besondere Funktionalität hinterlegt. So können Sie aber schon mal von Bauteil zu Bauteil diese kopieren. Sollten Sie mal die Situation haben, dass Sie hier eine Beschriftung haben und die ist entkoppelt und wenn jetzt dieses Bauteil gelöscht wird, dann wird die Beschriftung nicht mitgelöscht. Wenn dann versucht wird, die wieder anzukoppeln, dann kommt eine Fehlermeldung, dass die Beschriftung nicht zugeordnet werden kann. Da ist also nun ein kleiner Range um diese Beschriftung, wo dann Nova versucht, noch eine Zuweisung zu finden. In dem Moment, wo wieder ein passendes Objekt hier in der Nähe meiner Beschriftung ist, dann kann ich es auch wieder ankoppeln. Ja, das zu der Bauteilbeschriftung selber. Dann haben wir für die Positionsnummern eine neue Funktionalität entwickelt. Wir können ja aus zusammenhängenden Netzen Positionsnummern vergeben. Neu können wir das jetzt auch einfach über eine Auswahl von Elementen. Ich markiere mir mal diese Lüftungskanäle, normale Rechteckkanäle und hier ist schon eine Beschriftung für die Positionsnummer herangesetzt. Und ich gehe jetzt unter Netz auf eine neue Funktionalität Positionsnummerierung mehrfach.
Ich habe hier die Möglichkeit eben zu schauen, dass ich diese entsprechend hier vergeben kann. Ich kann mal mit einer Startposition anfangen und sag mal, das soll vielleicht bei 20 losgehen. Kann dann hier entscheiden, ein bisschen größer, so, das ist die 20, kann dann hier entsprechend die Abstände festlegen, kann festlegen, ob überschrieben werden soll, kann einen Präfix festlegen und lasse dann beschriften. Dann gehe ich einmal Ansicht regenerieren und sehe jetzt hier entsprechend die Positionsnummern. Nova beschriftet oder nummeriert dabei von links oben nach rechts unten durch und versucht dann eine gewisse Ordnung in die Zeichnung reinzubringen und vergibt dann hier überall Positionsnummern. Das ist nicht nur hier bei den Lüftungskanälen möglich, sondern zum Beispiel auch hier für Wanddurchbrüche. Auch hier könnte man so eine Funktionalität nutzen und kann dann hier Positionsnummerierung mehrfach vergeben. Wenn ich in dieser Funktion bin, unterstützt Nova mich dabei zu erkennen, was gibt es denn schon an Beschriftung. Das kann sie über einzelne Zeichnungen, das kann sie aber auch über mehrere Zeichnungen machen. Ich kann ja also mehrere Zeichnungen anhaken, dann werden die Positionsnummern gelesen und dann wird mir hier in dieser Tabelle angezeigt, was es schon für Positionsnummern gibt, was der größte Wert ist. Das ist hier die 31 und ich kann jetzt hier zum Beispiel entscheiden, dass ich meine Durchbrüche erst ab einer Startposition 40 nummerieren möchte. Also Sie kriegen hier eine Unterstützung. Was gibt es schon an Positionsnummern? Was haben diese Positionsnummern für eine Logik? Und kann dann hier entsprechend mit einem höheren Wert beginnen und kriege dann fortlaufende Nummerierung umgesetzt. Ja, das für diese Funktionalität der Positionsnummerierung sehr hilfreich. Und dann haben wir noch einen letzten kleinen Punkt, das ist die Funktionalität Höhenquote. Das war bisher nur ein ganz einfaches Symbol, das haben wir jetzt mit etwas Intelligenz ausgestattet. Das finde ich hier unter Maße beschriften Höhenquote und dann kann ich die Höheninformation zum Beispiel hier von einem Lüftungskanal abfragen. Die sind jetzt auf zwei unterschiedlichen Höhen und ich habe dann hier die Möglichkeit, auf den Text zuzugreifen. Der hat jetzt Bezug auf lokale Höhe, da kann ich auch entsprechend umstellen. Da verhält er sich also wie die normale Beschriftung, bringt aber diese spezielle grafische Darstellung mit und kann dann eben hier genutzt werden, hat hier die Möglichkeit des Umschaltens zwischen Oberkante, Unterkante und Mittebauteil. Da kann ich also dann hier eben nochmal zusätzlich eine Beschriftung wählen. Ja, das war es für den Bereich Bauteilbeschriftung, Positionsnummerierung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.